Servus, hallo bei EchenTV Radio und EchenTV YouTube. Ja, heute jetzt ist erstmal meine Stimme im Radio zu hören sein und gleichzeitig hört ihr das auch auf YouTube, auf unserem Kanal EchenTV. Ich habe gedacht, zum Anfang kann man ja auf beiden Kanälen nicht laufen lassen, YouTube und Laut FM. Lobpreis bei EchenTV. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast oder dass du es nachhinein im YouTube angeguckt hast. Schön, dass du dabei bist. Und ich würde sagen, bevor wir heute richtig anfangen, erstmal ein Lied. Lass dein Wind hier wehen. Lass dein Wind hier wehen. Lass dein Wind. Feuer fahren.
Herzen, Riesen in mein Herz, lasst ein Feuer fahren, lasst ein Feuer fahren, lasst ein Feuer fahren, fang in mein Herz, fang in mein Herz, fang in mein Herz, fang in mein Herz. Vielleicht fragt ihr euch, wer ist die Stimme? Die Leute, die es aus YouTube zuschalten, kennen mich ja, aber die im Radio kennen mich noch nicht. Deswegen stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin der Andi, ich bin 38 Jahre alt, jung. Alt, jung, ihr wisst ja schon. Entweder alt oder jung, kann man sehen, wenn man möchte. Ich habe eine eigene Beratungspraxis in Eching. Und da wegen Corona es derzeit nicht so rund läuft, habe ich angefangen mit YouTube. Dann habe ich angefangen mit Büchern zu schreiben. Und dann habe ich jetzt angefangen mit Radio. Ja, es ist interessante Zeit einfach. Und ihr findet uns jetzt wirklich jetzt auch auf YouTube bei EchenTV und auf Lot FM. Lobpreis bei EchenTV. Warum Lobpreis? Weil hauptsächlich einfach Lobpreis gespielt wird. Ich kann natürlich nicht sagen, wie oft ich jetzt hier aufnehmen werde oder nicht. Deswegen ist hauptsächlich Lobpreis. Und wenn zwischendurch eine Aufnahme von mir kommt, wenn eine Moderation von mir kommt, dann werde ich es vorher ankündigen. Über Facebook und so weiter. Die anderen Kanäle, die es so gibt. Genau. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass schon die ersten Zuhörer dabei sind bei Lobpreis bei EchenTV, freut mich sehr. Mich freut auch sehr, dass wir jetzt nach einem halben Jahr EchenTV auf YouTube über 250 Abonnenten haben. Ja, es ist ganz gut, so wie es ist. Und ich freue mich auch über die ersten Buchverkäufe. Es ist also eine Entwicklung. Genau. Die Buchverkäufe, die Bücher sind dann immer teilweise unter meinen Videos verlinkt. Da findet ihr es auf alle Fälle. Gut, ich würde sagen, das war's über mich. Und bevor wir heute ins Thema einsteigen, nochmal ein bisschen Musik. Bis gleich. Halleluja. Halleluja. Du, mein Vater, in dem Himmel. Gab's mir deinen Sohn und Retter, nur du. Du bist wahre Liebe, nur du. Jesus Christus, mein Erlöser, du bist der König und der Sieger, nur du. Du bist wahre Liebe, nur du. Immanuel, du Friede fühlst, nur dein Weg ist Wahrheit, Licht und Leben. Mein Hirte, dem ich folge, nur du. Du bist wahre Liebe, nur du.
bist Hoffnung, mein Erlöser, jetzt und immer und auf ewig. Nur du bist wahre Liebe. Immanuel, du Friede fühlst, nur dein Weg ist Wahrheit, Licht und Leben. Halleluja, Halleluja. Amen, Halleluja. Ich hoffe, euch gefällt heute meine heutige Aussuche der Lieder. Ich bin auch ein bisschen nervös, das ist das erste Mal, wo ich auch Radio mache, sonst ist es auch anders. Ich benutze ein anderes Programm jetzt als sonst für YouTube. Jo, es ist ein bisschen was Neues heute und deswegen habe ich ganz vergessen, am Anfang zu sagen, das Format, das wir hier haben, sind Glaubensimpulse. Die Leute aus YouTube kennen es ja schon, deswegen habe ich das auch zum Beispiel nicht gesagt. Aber ihr, die mir im Radio heute zuhört, wir haben Glaubensimpulse. Und ihr, die YouTube heute zuhört, ihr könnt natürlich nicht lesen, weil es einfach nur eine Audiodatei ist, die ich ja als Video hochlade. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Bibeln aufschlagen auf Lukas 14. Wir fangen heute damit an. Schauen wir mal, wie weit wir heute einfach kommen. Ich lasse euch kurz Zeit, damit ihr eure Bibeln aufschlagen könnt. Lukas 14, Abvers 1. Normalerweise könnt ihr auch mitlesen bei YouTube, aber heute geht es natürlich leider nicht, da ihr natürlich nur heute hört und ich nicht zweimal aufnehmen möchte. Gut, ich fange mal einfach mal an. Ich habe die neue Bibel heute Übersetzung. Ich finde die eigentlich ganz gut. Wenn man das Wort Gottes studieren möchte, dann empfehle ich die Stemps Studienbibel. Die ist wirklich sehr, sehr gut, sehr ausführlich. Da kann man das Wort Gottes besser verstehen. Gut, wir fangen mit den Eingeladenen an. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus. Stopp. Ich bin halt nervös. Jetzt ist erstmal auch Radio. Ich bitte um Entschuldigung. Bevor wir natürlich anfangen, bitte natürlich. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Medien, YouTube und Radio, Herr. Ich bitte, mach, dass dadurch viele Menschen erreicht werden, Herr. Und segnet auch die heutige Folge Glaubensimpulse, die heute als Ton ausgestrahlt wird, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du das gut machst und dass du das richtig machst. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in dein Wort lesen dürfen, Herr, und dass wir heute wirklich uns damit beschäftigen dürfen.
Gib uns den Heiligen Geist, damit wir wirklich gut geleitet werden, dass wir dein Wort verstehen, Herr. Weil ohne den Heiligen Geist als Vermittler ist es echt sehr schwierig, alles zu kapieren, was du in deinem Wort sagst, was auch für uns, mit unserem Leben zu tun hat. Ich danke dafür, Herr. Amen. Gut, jetzt fangen wir wirklich an. Die Eingeladenen. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die anwesenden Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie keine Antwort gaben, berührte er den Kranken, heilte ihn und ließ ihn gehen. Ihr seht hier, bevor wir weiterlesen, wir sehen hier in den ersten vier Tagen, Versen, also heute ist echt neu und alles ungewohnt und deswegen wird es hoffentlich alles auch gut sein. In den ersten vier Versen sehen wir, dass A, es Sabbat war, B, dass Jesus bei den führenden Pharisäern eingeladen war und es plötzlich ein kranker Mann vor ihm stand. Er hatte die Wassersucht, krank ist krank einfach. Und dann fragte Jesus die anwesenden Gesetzeslehrer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Die hätten sagen können, ja oder nein. Wenn Jesus die fragt, willst du an mich glauben? Dann kannst du auch sagen, ja oder nein. So hätten auch die Gesetzeslehrer und die Pharisäer die Möglichkeit sagen, ja oder nein. Aber die haben nichts gesagt und Jesus hat einfach den Kranken heil gemacht. Er hat ihn geheilt. Und jetzt kommt weiter ab Vers 5. Dann sagt er zu den Anwesenden, wenn ein von euch der eigene Sohn in den Brunnen stürzt und auch nur ein Rind, zieht er es dann nicht sofort heraus, auch wenn Sabbat ist? Wir sehen hier einfach, dass ja, um was Jesus damit meint, das Tier zieht er raus aus dem Brunnen, aber Menschen, der wichtiger ist als noch ein Tier. Tiere sind natürlich viel, sehr wertvoll, keine Frage, und gesetzlich sollte ein Tier nicht als Sache gelten, sondern als Leben. Das ist aber andere Sachen. Aber für Jesus war natürlich der Mensch wichtiger als das Tier. Also wenn man das Tier aus dem Brunnen zieht in Sabbat, dann kann man natürlich auch den Menschen heilen. Und sie konnten natürlich, Vers 6, sie konnten ihnen nichts darauf antworten. Dann. Er hat jetzt erstmal damit diesen Punkt gesagt, mit Sabbat heilen und was dir natürlich nicht gepasst hat. Jetzt kommt das nächste. Als er bemerkte, Vers 7, als er bemerkte, wie die Eingeladenen sich die Ehrenplätze aussuchten, macht er sie mit dem Vergleich auf ihr Verhalten aufmerksam. Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, dann besetze nicht gleich den Ehrenplatz. Es könnte sein, dass noch jemand eingeladen ist, der angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, müsste dann kommen und dir sagen, mach ihm bitte Platz. Dann müsstest du beschämt nach ganz hinten rücken. Nimm lieber von vornherein den letzten Platz ein, wenn dann der Gastgeber kommt und sagt zu dir, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz, wirst du vor allen Gästen geehrt sein. Weil jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein Beispiel für uns. Also wir sind in Lukas 14 wirklich viele Beispiele auch für unser Leben. Okay, der Sabbat ist jetzt für uns nicht mehr so gültig. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir sagen,
Wenn du die Gabe des Heilen hast, dann nutze diese Gabe des Heilen. Nutze die Gabe des Heilen, um Menschen, um kranke Menschen, ihnen zu helfen, dass wir gesund werden. Ich bin ja auch Seelsorger, ich habe ja meine eigene Beratungspraxis. Da kommen natürlich auch Menschen mit ihren Problemen zu mir. Da helfe ich denen ja auch. Meine Gabe ist es halt zu tun, dass ich gut raushören kann, was die Menschen brauchen, was sie haben. Und ich kann denen weiterhelfen dann. Natürlich ist durch Covid ist natürlich eingeschränkt. Und ich habe jetzt auch die Praxis bis zum 10. Januar geschlossen. Ich habe aber in Google geschrieben, man kann trotzdem mich anschreiben und Termin ist trotzdem möglich. Allgemein ist die Praxis jetzt geschlossen, aber ich habe die Möglichkeit offen gelassen, wenn was ist, kann man mir aber eine E-Mail schicken. Und das ist einfach, wenn ich sagen würde, bis zum 10.01. ist die Praxis geschlossen, fertig, aus, dann ist es natürlich so, dass ein leidender Mensch, stell dir mal vor, ein Mensch ist Weihnachten alleine und wird depressiv. Dann braucht er natürlich auch Unterstützung. Und deswegen habe ich auch bei Google reingeschrieben, Praxis ist generell geschlossen, aber man kann trotzdem einen Termin vereinbaren, einfach mir eine E-Mail schicken. Das heißt, ich bin trotzdem da, wenn was ist, kann mich anschreiben. Und nicht sagen, Covid, Lockdown, etc. Sondern, nee, ich bin trotzdem da, wenn was ist. Und das ist, was der auch möchte, dass wir uns um die Menschen kümmern, einfach. Und deswegen hat er auch am Sabbat geheilt. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und er hat dann den Kranken berührt und ihn geheilt. Und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren ja wirklich still und leise. Und wenn jetzt dein Sohn in den Boden stürzt oder es rennt, so habe ich es gerade übersehen mit dem Sohn. Ich kenne noch eine andere Vers, da in Matthäus, wo nur das Rind steht, deswegen habe ich es vorhin überlesen. Ich lese in Vers 5 nochmal vor. Dann sagt er zu den Anwesenden, wenn ein von euch der eigene Sohn in den Brunnen stürzt oder auch nur ein Rind, zieht er es dann nicht sofort heraus, auch wenn es Sabbat ist, oder die konnten darauf nichts antworten. Deswegen ist es einfach wichtig, nicht so auf Formalitäten zu achten. Deswegen, wenn mich jemand jetzt dringend anschreibt, am Samstag als Beispiel, er braucht dringend einen Termin für Sonntag, dann sage ich ja, okay, er kann gerne Sonntagvormittag kommen, Nachmittag sieht nicht, weil ich dann in den Gottesdienst möchte. Deswegen, ich habe natürlich meine normalen Öffnungszeiten, aber ich bin da wirklich total flexibel. Und deswegen, wo wir helfen können, sollen wir auch helfen. Okay, dann hat es mit der Hochzeit, was er mit der Hochzeit meint, dass man sich vorne hinsetzt. Dann nimmt man sich wichtig. Dann sagt man, ich bin wer, ich sitze ganz, ganz vorne. Und deswegen soll man einfach bescheiden sein und sagen, muss es die erste Reihe sein? Kann auch die dritte, vierte, fünfte Reihe sein. Und wenn dann der Gastgeber kommt, oder der Pastor, Andi, setz dich ein bisschen weiter nach vorne, dann ist es was anderes. Aber ich habe mir erst bescheiden gezeigt. Okay. In der Gemeinde sitze ich meistens in der ersten Reihe, weil wir nur ein oder zwei Reihen haben. Weil wir eine kleine Gemeinde sind. Aber wenn ich jetzt irgendwo eingeladen wäre, auf ein Fest, da würde ich mich auch nicht ganz nach vorne drängen. Es ist einfach, wir brauchen einfach eine gewisse Bescheidenheit.
Und es ist einfach wichtig, dass wir einfach uns auch so geben. Es muss ja nicht jetzt der letzte Platz sein, aber man soll einfach nicht. Man muss ja nicht gleich von den Ehrenplatz einnehmen. Weil Jesus sagt ja auch hier in Vers 11, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ab Vers 12. Dann wandte er sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein. Auch nicht deine reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Entschuldigung. Dann wirst du dich freuen können, weil sie nichts haben, um sich zu revanchieren. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergelten. Genau, das heißt, man soll halt nicht mit Sachen prahlen, mit gutem Essen etc. einfach. Und dann wirst du halt vom Nachbar gegen eingeladen. Das ist, das ist halt nicht so optimal einfach. Genau, also wirklich, wenn dir jemand helfen kann, dann helf ihn lieber als jemanden einzuladen, der sich dann verpflichtet fühlt, dich gegen einzuladen. So, okay. Vers 15. Da sagte einer von den anderen Gästen zu Jesus, was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Ihm antwortete Jesus folgendermaßen. Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Sklaven und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begannen sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsen gespannt gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Sklave zurückkam und es seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihn, lauf schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Sklave her, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr, geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch kommen. Ja, es sind jetzt harte Worte. Aber es ist wichtig für unser Leben. Wenn wir sagen, wir müssen das tun, das tun, das tun und uns nicht um den Herrn kümmern. Das gilt für uns alle, auch für mich persönlich, muss ich sagen. Da habe ich noch Verbesserungsbedarf. Das ist, wenn wir uns nur um uns selbst kümmern, dann ist es echt sehr, sehr schwierig. Wir einen Platz im Himmelreich kriegen. Wir müssen uns zuerst um Jesus, Gott und Heiligen Geist kümmern. Stille Zeit, Lobpreis, Gebet etc. Auch nicht nur plappern wie ein Wasserfall beim Gebet, sondern auch still sein und hören, was Jesus von uns möchte heute. Deswegen ist es einfach wichtig, auch zu hören, was der Herr von uns möchte. Und nicht sagen, ich habe das, das und das zu tun, ich kann nicht.
ich kann nicht, ich mag nicht, ich möchte nicht. Und deswegen überprüf dich selbst. Ich kann nicht beurteilen, wie dein christliches Leben aussieht, wie deine Jüngerschaft zu Jesus aussieht. Ich kann dir sagen, überprüfe selbst im Gebet und frage dem Herrn, was er von dir möchte, was er noch tun muss, damit du wirklich zu den geladenen Gästen im Himmel gehörst. Und ich sage, ich habe das zu tun, ich habe das zu tun, ich habe keine Zeit für den Herrn. Und er sagt er hier in Vers 24, denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch kommen. Es ist eine Aussage, die wirklich hart ist, aber die soll uns wach machen, die soll uns aufrütteln und sagen, oh Herr, vergib mir für mein ganzes Tun, für meine ganzen Beschäftigung, für meine ganzen Filme schauen, Musik hören, also was, welche Sinn du doch hast in dem Bereich. Und hilf mir her, einfach zu sagen, dass du zuerst in mein Leben kommst. Das Wichtigste ist wirklich in unserem Leben Jesus first, also Jesus zuerst. Und jetzt haben wir noch die Zeit, uns daraufhin auszurichten. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf der Erde haben. Ihr seht ja selbst, wie es ja aktuell aussieht auf unserer Welt. Covid, da ist Krieg, da ist Krieg. Und es sind schon viele Prophezeiungen erfüllt worden. Es sind noch einige, die offen sind, aber es sind viele schon erfüllt. Und deswegen müssen wir einfach achten, müssen wir einfach achten, dass wir einfach okay, unser erster Blick zu Gott ist, zu Jesus, zum Heiligen Geist, und danach erst unser anderen beruflichen, privaten Kram, den wir haben. Und er spricht auch noch weiter ab Vers 25. Als Jesus weiterzog, begleitete ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wow, es ist eine Aussage. Also, was ich gerade schon gesagt habe, Jesus muss wirklich zuerst sein in unser Leben. Und dann als andere. Eltern, Geschwister, Ehefrau, Ehemann. Ach, egal was kommt, Freunde. Zuerst Jesus, also Jesus first. Jesus zuerst. Und dann alles andere. Und ich habe auch gedacht, es ist auch wichtig, ab Vers 1 zu starten, damit wir einfach nochmal ein Gesamtbild von Lukas 14 bekommen. Und jetzt lesen wir noch weiter. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt weiter, 38. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, aber nicht weiter gebaut. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Da ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Oder stellt euch vor, ein König, der gegen einen anderen König Krieg führen muss, wird er es nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich dann gegenüberzustellen, der mit 20.000 Mann andrückt? Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit entfernt ist, eine Gesandtschaft schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allen Abschied nimmt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber Geschmack verliert, womit soll man es dann wieder salzig machen? Es ist nicht einmal als Dünger für den Acker tauglich.
Man kann es nur noch wegschütten. Wer Ohren hat, hören kann. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Ja, das ist das Ende des Lukas 14 Kapitel. Lukas 14. Ja, es hat schon die ein oder andere knackige Passage, sage ich einfach mal. Und ich hoffe, dass du es vielleicht noch mit anderen Augen geöffnet hast. Dass du es mit anderen Augen gesehen hast. Und dass du vielleicht sagst, oh, da ist es hier ein bisschen anders. Und ich hoffe, dass es einfach ein Wachrüttel für uns alle ist, dass wir da so leben, wie es in Lukas 14 steht. Jetzt bin ich nochmal zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir ganz herzlich für deine Worte in Lukas 14. Es ist nicht leicht zu verdauen, Herr, es geht mir genauso und ich bitte dich, hilf uns jeden Einzelnen dabei, die Richtung einzuschlagen, die du von uns möchtest, die du von uns erwartest, Herr. Schubst uns dahin, wo du uns möchtest, Herr. Es ist nicht einfach, aber ich möchte, dass jeder von uns das schafft, deine Vorgaben zu erfüllen, Herr. Dass du uns wichtiger wirst als alles andere in der Welt. Ich danke dir für diese Worte, Herr, auch wenn sie nicht einfach sind zu verdauen, aber ich danke dir, Herr, dass du sie uns gegeben hast, damit wir uns daran richten können, Herr. Segne jeden Einzelnen, der heute zugehört hat, Herr, dass jeder Einzelne in seinem Glauben weiterkommt. Und ich bitte auch für mich, Herr, dass du mir hilfst, im Glauben weiterzukommen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, in diesem Namen. Amen. So, jetzt spielen wir noch mal ein Lied. Es kann sein, dass die Lieder mit im Radio und YouTube nicht übereinstimmen. Da es sein kann, dass ich nicht alle Lieder für beide Kanäle gefunden habe, einfach. Das bitte ich einfach zu entschuldigen, dass ich habe gehofft, dass ich auch identisch machen kann dieses Mal, aber das Hochladen bei FM dauert echt so lange, obwohl ich wirklich eine schnelle Internetverbindung habe, dass ich diesmal einfach nicht beides zusammenstimmt einfach. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Ich werde dann das nächste Mal, wenn ich für beides mache, werde ich gucken, dass ich es besser plane. Und ja, wir hören jetzt ein Lied, es kann sein, dass es unterschiedlich ist, aber wir werden sehen. Wenn ihr ein Radio hört, könnt ihr nochmal in YouTube dann irgendwann gucken, dann hört ihr vielleicht andere Lieder. Wenn du YouTube guckst, dann kannst du natürlich Radio nicht hören, weil es dann schon vorbei ist, aber es wird eine Wiederholung geben. Im Radio, da gebe ich euch nachher nochmal die Zeit durch. Bis gleich, viel Spaß beim Lied. Berühre mich. Berühre mich. Erhalte mich. Deine Nähe gibt mir alles, was ich brauch. Du starbst am Kreuz für mich, alles hast du für mich getan. O
oh Herr, du lebst in mir. Ich danke dir dafür. Dein Wort gibt mir die Kraft. Vergebung gabst du mir. Deine Heilung ist für mich. Ich danke dir dafür. Berühre mich. Berühre mich. Mein ganzes Herz gehört nur dir. Erhalte mich. Erhalte mich. Deine Nähe gibt mir alles, was ich brauche. Du bist Alpha für mich und auch Omega. Endlos, grenzenlos. Ich danke dir dafür. Als Mensch kamst du zu uns und zeigtest uns den Weg. Brachtest uns den Sieg. Ich danke dir dafür. Berühre mich. Berühre mich. Mein ganzes Herz gehört nur dir. Erhalte mich. Erhalte mich. Deine Nähe gibt mir alles, was ich brauch. Berühre mich. Berühre mich. Mein ganzes Herz gehört nur dir. Erhalte mich. Erhalte mich. Deine Nähe gibt mir alles, was ich Ich hoffe, es hat euch die erste Folge gefallen. Auch im Radio, im YouTube ist es schon die, ach, keine Ahnung, wie vielste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Und dass du heute dabei warst. Ja, ich sehe einfach gerade, dass bei Laut FM dieses Hochladen der ewig dauert. Deswegen muss ich einfach improvisieren, dass bei YouTube ein bisschen andere Musik läuft als bei Laut FM. Es ist einfach so, dieses Mal, da ich einfach auch relativ kurzfristig alles aufnehme für den nächsten Tag. Und mal, es ist einfach so, wie es ist, da kann man nichts ändern dran. Es ist einfach, ich habe auch mit
Lotte FM noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Ich bin jetzt auch erstmal wieder beim Lernen dabei. Wie ich auch damals angefangen habe, bei YouTube zu lernen, ist jetzt hier genauso, dass ich mich auch hier reinfuchsen muss. Es wird eine Wiederholung von Daumen ins Pulsen im Radio geben. YouTube könnt ihr euch ja jederzeit gucken. Ich mache das am Mittwochabend machen. Uhrzeit genau weiß ich noch nicht, aber wenn ihr einschaltet, frühestens ab 18 Uhr, könnt ihr es am Radio hören. Ich kann auch nicht sagen, genau welche Uhrzeit, muss ich im Sendeplan angucken. Kann ich aber gerade nicht, da ja laut FM die Daten hochlädt. Genau, also jetzt wird bis zum Ende dieser Stunde wird jetzt Musik noch laufen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt natürlich mir auch eure Musikwünsche an info@eching.tv zu senden. Dann werden wir auch, wenn ich genug Musikwünsche habe, werden wir auch ein Musikwunschkonzert oder irgendwie eure Wunschtitel oder sonst irgendwas machen. Keine Ahnung, wie es dann heißen wird. Und wenn ihr Gebetsanliegen habt, dann könnt ihr mir diese auch an info@eching.de vorschicken. Dann werden wir ein Live-Gebetsstunde machen. Oder zwei, kommt rein, wie viele Gebetsanliegen dann sind. Und eine halbe Stunde um Musik. Kommt rein, wenn ihr mir. Kommt drauf an, wie viele Gebetsanliegen ihr uns auch zuschickt. Dann werden wir auch sowas im Programm einführen. Genau, wann die nächste Moderation ist, vielleicht in einer Woche, vielleicht in zwei. In YouTube ist ja öfters, wie ihr wisst, da sind auch unsere ganzen Let's Plays und die ganzen Produkttests. Genau, also auch einfach mal bei YouTube auf EchingTV reinschalten. Wenn du nur auf YouTube die Glaubensimpulse sehen möchtest, dann gibt es unseren Zweitkanal auf YouTube, Glaubensimpulse bei EchingTV. Da sind nur die, da haben wir mit den alten Glaubensimpulse-Folgen angefangen und die werden wir dann auch irgendwann nach und nach einfach hochladen und irgendwann werden wir dann auf dem gleichen Stand sein, dass dann beides gleichzeitig läuft. Aber aktuell ist es einfach so, dass aktuell die neuen Glaubensimpulse-Folgen exklusiv für EchingTV sind und bei Glaubensimpulse bei EchingTV sind einfach aktuell die alten Folgen, die nach und nach hochgeladen werden. Gut. Bis zur vollen Stunde werde ich euch noch ein bisschen mit Musik berieseln. In der nächsten Stunde werde ich euch ein Hörspiel geben, dass ihr ein Hörspiel hört. Vielleicht könnt ihr auch eure Kinder und Enkel können dann auch eure Kinder und eure Enkel können dann gerne auch zuhören. Sind die fünf Geschwister auf der Abenteuerburg. Also die erste Folge von fünf Geschwistern. Ich habe das selbst damals, wo ich jung war, wirklich gern gehört. Ich höre sie auch gerne noch als Erwachsener. Wenn du sie noch nicht kennst, die fünf Geschwister, dann empfehle ich dir jetzt reinzuschalten und dir die anzuhören. Am Mittwochnachmittag wird es dann auch noch eine Wiederholung geben von der ersten Folge. Und dann die Woche drauf, am Samstag, gibt es dann die zweite Folge von fünf Geschwistern. Wenn du die im YouTube hören möchtest, die fünf Geschwister, dann werde ich sie verlinken und ihr könnt sie dann auch über YouTube auch hören, die fünf Geschwister. Oder halt bei Spotify und anderen Anbietern. Genau. Und dann, danach geht's wieder weiter mit Lobpreis. Gut. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Andi.